Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder live aus Zobeltier Finanzkanal. Wunderbar, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Das freut mich sehr. Es geht um das Thema die Deutsche Pfandbriefbank. Und zwar hat die ja jetzt im Mai die Dividende ausgeschüttet. Aber wie viel Dividende zahlen die denn überhaupt? Und ist die Dividende gestiegen oder ist sie gesunken? Ist die Deutsche Pfandbriefbank eine Dividendenperle? Und ich erkläre euch genau im Video meine Meinung dazu. Und es geht jetzt auch gleich los. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, wunderbar, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Und heute will ich euch mal im Allgemeinen erklären, wie könnt ihr denn auf Nummer sicher gehen, dass die Dividende, die Höhe der Dividende auch richtig ist und stimmt. Nämlich, woher wisst ihr am besten, wann das Unternehmen und vor allem wie viel das Unternehmen beschlossen hat, an die Aktionäre auszuzahlen. Eine erste Quelle ist natürlich, man googelt das Ganze und ich habe das jetzt mal am Beispiel der Deutschen Pfandbriefbank gemacht und die Frage gestellt, was zahlt PBB für 2022, das Geschäftsjahr, eine Dividende, die jetzt in diesem Jahr ausgezahlt werden soll. Jetzt gehe ich natürlich hier auf den ersten Treffer, guck mal nach. Ja, da gibt es hier eine Webseite, die das beschreibt. Und hier steht allerdings, die Deutsche Pfandbriefbank zahlt im Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 1,18 Euro je Aktie. Ja, was ist jetzt dann genau gemeint? Also war das Geschäftsjahr 2021, 22 oder 23? Und die Auszahlung bei einem Kurs von 7,03 Euro am 31.05. beträgt aktuell die Rendite 16,79%. Okay, Berechnung ist auch noch da, aber stimmen jetzt diese 1,18 Euro? Wie viel wurde denn jetzt wirklich ausgezahlt? Das wollen wir uns nämlich nochmal genau anschauen und ich zeige euch gleich, wie und wo ihr das finden könnt. Also es gibt noch eine andere gute Quelle. Ich bin auf die Seite dividendenchecker.de gegangen. Dort kann man verschiedene Unternehmen auswählen, hauptsächlich aus dem DAX, MDAX, SDAX und so weiter. Und die gebt ihr hier in der Suche ein. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und da sehen wir, Dividende war hier 95 Cent für 2023. Ist jetzt auch noch nicht ganz klar. Ist das jetzt für das Geschäftsjahr abgeschlossen 22 und wird 23 ausgezahlt? Steht hier nicht so wirklich gut beschrieben. Man kann noch sehen, erwartete Hauptversammlung ist dann wieder geplant, 24.05. voraussichtlich, also in einem Jahr, 2024. Könnte das bedeuten, die Dividende 2023 war 95 Cent. Also weiche ich doch nochmal ab von 1,18 Euro. Und wie viel ist denn tatsächlich jetzt rausgekommen? Also am besten geht man natürlich immer auf die Investorenseite des Unternehmens und die Deutsche Pfandbriefbank hat hier auch eine Investor Relationship Seite, die Investorenseite. Und dort könnt ihr, wenn ihr die also mal aufruft, die pfandbriefbank.com Investoren und dann geht ihr auf Hauptversammlung und wählt aus die aktuelle Hauptversammlung. Dann kommt man auf diese Seite und so kann man nämlich auf ganz Nummer sicher gehen. Und jetzt gibt es hier die Unterlagen zur aktuellen Hauptversammlung und das ist also jedes Jahr dann natürlich aktualisiert, bevor die Hauptversammlung stattfindet. Und dann gibt es auch Dokumente, zum Beispiel den HGB Einzelabschluss der Deutschen Pfandbriefbank. Da sieht man den Jahresabschluss und in diesem Dokument gehe ich jetzt einfach mal auf die Suche und sage Dividende und dann kriegen wir natürlich einige Treffer hier. Ich mache es mal größer. So, wir suchen noch ein bisschen weiter und jetzt kommt es. Hier steht nämlich der vom Unternehmen, vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene und beschlossene Gewinnverwendungsvorschlag nach dem Paragraphen 285 Nummer 34 Handelsgesetzbuch. Um das ist die Uhr, das ist die wasserdichte Quelle. Und hier steht jetzt für das Geschäftsjahr und zum Jahresabschluss 2022 nach HGB-Bilanzierung hat die Dividendenausschüttung eine Höhe von 127.751.000 und so weiter, ein paar zerquetschte Euro. Und das kommt dann pro Aktie auf eine Ausschüttung von 0,95 Cent. 0,95 Cent, also ist doch das richtig, was auf der Dividendenchecker-Seite schon mal steht. Und die 0,95 sind also tatsächlich der richtige Betrag. Ich rufe nochmal in der Trade Republic die Auszahlung der Deutschen Pfandbriefbank auf. Erfahrung her, dass hier schon
die Deutsche Pfandbriefbank die Dividende ausgezahlt hat, dann sehe ich also die Dividende pro Stück, in dem Fall habe ich hier Bestand 88, wurde mir dann eben am 31.05. gutgeschrieben. Wenn man will, kann man hier also nochmal die Abrechnung sich anschauen und sieht das Ganze nochmal schwarz auf weiß. Hier in der Abrechnung seht ihr dann, am 31.05. wurde 88 Stück ausgezahlt und das sonstige Gebühren oder Steuern werden normalerweise hier abgezogen und dann habt ihr diesen Betrag auch in dem Verrechnungskonto auf der Trade Republic oder ihr entscheidet euch für eine Reinvestition. Dann kann es natürlich sein, dass die Summe schon wieder in weitere Aktien investiert wurde. Die Empfehlung ist, geht auf die Unternehmensinvestoren-Webseite und schaut dort mal genau nach, bevor ihr also irgendeine andere Quellen verwendet, was der Vorstand und der Aufsichtsrat beschlossen haben, den Betrag und welche Höhe dort dann bekannt gegeben wurde, in der die Dividende ausgeschüttet wurde. Aktientraderfox.com. Da finde ich sehr gut hier diese Übersicht. Also ihr gebt oben die Aktie ein, die Deutsche Pfandbriefbank, könnt dann hier runterscrollen zum, ich gehe nochmal hoch, ihr könnt hier den Qualitätscheck oder Dividendencheck auswählen und dann seht ihr hier in der Übersicht und dann seht ihr, wenn ihr hier ganz unten hingeht, da seht ihr eine Übersicht, die finde ich sehr gut, nämlich die letzten Jahre, so 4 Jahre der Dividendenzahlung. Und jetzt kommen wir zum Thema, ist die Deutsche Pfandbriefbank wirklich eine Dividendenperle? Sie haben eine hohe Dividendenrendite, das seht ihr hier, 13% vom Kurs ausgehend, ist allerdings auch schon sehr gefallen und hat kein wirkliches großes Wachstum. Also es geht eher wirklich seitwärts und ist, wenn ihr also da mehrere Kurszuwächse erwartet, wir waren mal hier in der Höhe bei 15 Euro vor einem Jahr und die Aktie hat sich ja also auch fast halbiert und profitiert noch nicht so wirklich von den gestiegenen Zinsen am Markt. Und das hat sich noch in dem Geschäftsjahr noch nicht so wiedergespiegelt. Auf alle Fälle ist hier die Dividende auch gekürzt worden, nämlich für das Jahr 2021 gab es 1,18 Euro und jetzt für das Geschäftsjahr 2022 wurden 95 Cent je Aktie ausgezahlt. Das macht also eine Rendite von 13,1% oder aber letztes Jahr 11,2%. Klingt erstmal gut, aber 2020, wie ihr seht, hat auch die Dividende sich ja mehr als halbiert und wurde gekürzt und sogar im Jahr 2019 hat man gar keine Dividende ausgezahlt und das ist natürlich suboptimal für eine langfristig nachhaltige Dividendenaktie. Deswegen kann sein, dass die Deutsche Pfandbriefbank unterbewertet ist vielleicht, wie auch immer man das Wachstum einschätzt. Aus meiner Sicht ist es eher eine instabile Dividendenzahler, der also durchaus auch mal Dividende streicht und kürzt und dann im nächsten Jahr wieder anhebt. Und wer darauf verzichten will, auf diese Aufregung, der muss sich dann zu anderen Werten, zu anderen Unternehmen bekennen und vielleicht ist es dann besser, dort zu investieren. Verlauf der letzten 5 Jahre. Was sagt ihr zur Deutschen Pfandbriefbank? Hier bin ich ja auf Trade Republic. Wenn ihr übrigens ein Depot unten aufmachen wollt, geht mal in meine Videobeschreibung. Dort könnt ihr einen Link anklicken und direkt auch bei Trade Republic ein Depot aufmachen. Aktuell gibt es 2% Zinsen für euer Vermögen auf dem Verrechnungskonto oder ihr investiert in Aktien, ETFs oder sonstige Währungen, sonstige Anlageprodukte wie zum Beispiel Kryptowährungen. Und jetzt sehen wir hier nochmal den Chartverlauf der Deutschen Pfandbriefbank. Ja, was sagt ihr zur Deutschen Pfandbriefbank? Ist es eine Perle für euch? Würdet ihr die Aktie kaufen? Allein wegen der Dividende ist es kritisch. Ich habe sie jetzt in diesem Jahr noch mitgenommen und werde jetzt dann in mich gehen, um zu überlegen, Briefbank, die hier eigentlich eher so einen Abwärts- und Seitwärtskurs hier, ja, sehen wir das zwischen 7, was haben wir hier, 12 Euro, die letzten 52 Monate gelaufen ist. Wir können auch nochmal hier runtergehen auf die 52 Wochenspanne. Ja, sie war sogar bei 6,57 Euro und in der Spitze waren wir dann irgendwann bei 10 oder auch 12. Und KGV ist günstig bewertet. Die Rendite der Dividende ist allerdings hoch, nur das liegt daran, das war's in aller Kürze. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst hier ein Like da. Schaut noch weitere Videos an. Es gibt viele Themen auf diesem Kanal. Das würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt investiert. Danke euch. Ciao, ciao.